Jagdsaison hat schon längst begonnen. Wer war schon im Baumarkt von euch? Ich leider noch nicht. Ich gehe auch gerne in den Baumarkt. Ne, wir Männer, wir haben gern Projekte. Wir fangen gern Projekte an. Wer von euch fängt gern Projekte an draußen? Im Garten. Ja, Clemens hat gerade ein Riesenprojekt hinten, genau, Hausbau. Einige, also ich bin jemand, der gern Projekte anfängt. Ne? Viele Projekte gern gleichzeitig so mitten mal, ne? Eins nach dem anderen. Meine Frau kennt das. Unser Terrassenprojekt habe ich vor 2 Jahren angefangen. Ich habe lieber mal kein Bild mitgebracht, wie das heute aussieht. Wenn da nicht ein bisschen Engagement seitens meines Vaters und ein bisschen Nerven meiner Frau irgendwie draufgegangen wären, wäre das heute wahrscheinlich immer noch ein Erdloch. Ne? Also irgendwo kam der Wunsch in mir auf, ich brauche eine Terrasse, ich will draußen sitzen. Und habe dann einfach wild angefangen, da ein Loch zu buddeln, hatte natürlich so meine Vorstellungen im Kopf. Aber irgendwann, ne, dann ist die Motivation irgendwo unten. Und dann geht es mir wahrscheinlich wie dem Typen hier im Obi-Video, wo die Frau dann sagen muss, hey, ja, ist gut, wenn du es anfängst, aber mach halt mal fertig. Ne? Ist irgendwie ein Stimmungskiller, so das Video. Ne? Man ist irgendwie, also ich hatte Tränen in den Augen, ne, wenn man irgendwo so diesen Vorspann sieht, wie der Countdown runtergeht. Dann kriegt man den Text vorgelesen von Jesu Tod und dann Obi-Werbung. Aber ich glaube, unser Leben ist oft so. Ne? Wir hören von Jesus, wir hören von seinem Tod und dann ist der Gottesdienst vorbei und es ist wieder gute Stimmung. Ne? Irgendwie haben wir das Projekt Jesus irgendwo so mitgekriegt, haben vielleicht auch, ne, so ein bisschen angefangen, mit ihm zu leben und sind da unterwegs. Aber wollen wir es wirklich fertig machen mit ihm? Wollen wir wirklich bis zum bitteren Ende, ne, das glauben, was er da getan hat? Ich bin froh, dass Jesus sein Projekt abgeschlossen hat. Und wir wollen uns heute sein Projekt anschauen. Wir wollen uns den Tod von Jesus anschauen. Das war sein Projekt, weswegen er auf die Erde gekommen ist. Er hat dieses Projekt angefangen. Und ich habe das mal nochmal mitgebracht. Ne? Johannes 3, die Verse 16 und 17. Alle Welt kennt sie. Ne? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen ist er gekommen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Deswegen kam Jesus. Das war Jesu Projekt, wenn man so will. Deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Und jetzt kann man sagen, hey, ja, so Projekte, die können richtig schön sein, wie so ein Terrassenneubau. Zumindest in Gedanken, wenn man dann drinsteckt, merkt man, hey, das ist nicht nur schön, das ist auch anstrengend. Mit viel Schweiß und so verbunden. Aber ich habe mir überlegt, hey, das Projekt von Jesus, das ist kein Terrassenneubau gewesen. Das ist kein, hey, ich saniere mein Haus, dass ich dann schön drin wohnen kann. Sondern ich habe ein Bild gesucht, ich hoffe, das passt irgendwie annähernd. Ne? Das ist wie so eine Kläranlagensanierung, was er dort vornehmen musste. Ne? Also er musste richtig, ich sage das mal so in aller Deutlichkeit, er musste in die Scheiße dieser Welt hinabsteigen, um da irgendwie wieder Reinheit reinzubringen. Er musste sich selbst opfern, wir haben das gerade gehört. Und ich finde dieses Projekt, ne, so herausfordernd und so stark, dass das ein Gott macht, auf diese Welt zu kommen. Wir haben jetzt schon viele Sonntage davon gehört, ne, von diesem, was Jesus getan hat, ne, in diesen letzten 24 Stunden, wie er sich auspeitschen lassen musste, wie er gefoltert wurde, wie er diesen Weg zum Kreuz gehen musste, wie er dann, ne, durchbohrt wurde, ans Kreuz geschlagen wurde. Und ich finde es so krass, hey, wie kann man so ein Projekt überhaupt anfangen? Ne, also da würde ich ja nicht auf die Idee kommen. Warum macht das Jesus? Ne? Warum macht er das für dich und mich? Diese Frage muss man sich ja mal stellen. Hey, was sieht er überhaupt in mir, dass ich das wert bin? Ne? Und dann kann ich sagen, ja, ich bin ja ein Meisterstück Gottes. Ne? Gott hat mich ja perfekt gemacht. Und das stimmt alles, das ist alles wahr. Aber ich hab mir dann so überlegt, ey, wir haben uns eigentlich komplett entwertet. Ne? Wir haben gegen Gott rebelliert, wir haben das die letzten Sonntage gehört. Und ich merke so, wir haben uns gar nicht mehr auf dieses Projekt konzentriert. Ne? Gott hat dieses geniale Projekt Welt gestartet, er hat die Welt geschaffen. Er hat alles perfekt gemacht, er hat uns einen Garten Eden gegeben zum Leben, ein Paradies, wo wir sein konnten, wo wir in Beziehung mit ihm leben konnten. Und der Mensch sagt, hey, das kann es doch nicht sein. Gib mal ein anderes Projekt, ne, was ich anfangen kann, was mich vielleicht befriedigt. Ne? Lass mal von dem Baum essen, lass mal unabhängig werden, lass mal unsere eigene Terrasse, unseren eigenen Garten bauen, lass es uns mal selber schön machen, ne? Mal ein bisschen Pep reinbringen.
So ist es doch oft. So ist es oft in meinem Leben. Und ich dachte so, was hat Gott in mir gesehen? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich glaube, diese Liebe besteht nicht auf einem Wert. Ich weiß nicht, ich gucke gerne mal abends zur Entspannung. Ich oute mich jetzt Bares für Rares. Ne? Das ist eher wahrscheinlich so eine Rentnersendung, aber ich ziehe mir das gerne mal in der CDF-Mediathek nochmal rein. Ne? Und wenn du da manche Stücke, ne, die sind ja richtig wertvoll und dann zahlen die Händler ganz viel, aber manche bringen da halt auch den letzten Schrott an, ne, wo du denkst, hey, das ist doch gar nichts wert. Aber die haben oft, dann sagt der Experte, ja, das sieht alles schön aus, das ist aber nichts wert, das ist kein Gold, nichts. Ne? Aber da hängt ein ideeller Wert dran, ne? Weil das vielleicht der Oma oder der Uroma gehört hat und weil das schon immer im Familienbesitz war, weil das da irgendwie das Herz dran hängt. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Gott. Hey, wir haben so einen hohen ideellen Wert. Ne? Gott hat uns geschaffen. Er liebte uns von Anfang an. Er hat uns als seine perfekten Ebenbilder gemacht, auch wenn wir das in den Müll getreten haben, auch wenn wir uns selber in die Klärgrube gesteckt haben, liebt er uns und kommt eben auf diese Welt, um zu sterben, um ans Kreuz zu gehen. Und ich will mit euch dieses Jesus-Projekt gern anschauen. Und bitte stoßt euch nicht an dem Namen. Ne? Jesus-Projekt, ich habe sogar eine Kirche gefunden, die so heißt, wusste ich auch nicht. Ne? Aber ich glaube, dass es wirklich ein Projekt ist, was Jesus da angefangen hat. Ich habe das auch mal gegoogelt, was jetzt hier Projekt heißt. Ne? Ein Projekt ist eine geplante oder bereits begonnene größere Unternehmung. Und Jesus hat da eine Riesenunternehmung begonnen. Und Gott sei Dank hat er das Projekt beendet. Und das lesen wir in den Versen, die Jesse uns netterweise schon so gut vorgelesen hat. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Ja? Jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass Jesus das jetzt nur gesagt hat, weil er wusste, hey, im Plan fehlt jetzt noch, dass ich irgendwie was zu trinken kriege. Dann ist alles abgehakt, sondern ihr müsst euch das vorstellen, ne? Ihr seid in Israel, die Sonne brennt richtig, das ist jenseits der 30 Grad wahrscheinlich zu dieser Jahreszeit und da ist ja kein Sonnensegel über dem Kreuz oder so aufgespannt gewesen, ne? Der hat eine richtig lange Strecke das Kreuz tragen müssen, der war richtig durstig. Der Mann, der noch ein paar Kapitel vorher gesagt hat, ne, wem dürstet, der komme zu mir, denn ich bin das Wasser des Lebens, hängt hier am Kreuz, tut er hilflos und sagt, hey, ich habe Durst. Ne? Ich bin am Verdursten. Und was kriegt er? Was Gutes zu trinken? Ein Glas Wasser? Das, was jemand braucht, der Durst hat? Nee, er kriegt das Letzte. Ne? Das haben sogar die römischen Soldaten wahrscheinlich stehen gelassen, so den letzten Rest von der Weinernte, der irgendwo so übersäuert ist. So ein Weinessig kriegt er, so einen Schwamm. Und ich habe mal so einen Üsop-Stängel mitgebracht. Ne? Das ist so ein, ja, gar nichts Dickes, ne? Das musste gar nicht hochgereicht werden, weil die Kreuze gar nicht so hoch waren. Und dann kriegt er diesen Essig gegen die Lippen gepresst. Ne? Muss dieses eklige Zeug, ne? Nippt er vielleicht sogar dran, ne? Weil er so einen Durst hat. Und ich dachte so, wow, was ist das für ein Bild? Wir feiern vielleicht, wenn du länger Christ bist, ne, hast du das Abendmahl, was hier, ich zeig's euch hier mal schon mal, ne? Das hier drunter versteckt, alle gesehen, das ist hoffentlich süßer oder guter Wein drin. Ne? Da ist guter Traubensaft drin. Und wir dürfen diesen guten Wein, wir dürfen das Blut von Jesus trinken, weil er diesen sauren Kelch auf sich genommen hat. Wir haben das in diesem ersten Text aus der 24-Stunden-Reihe gehört, ne? wo er betet zu Gott. Hey, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der da auf mich zukommt. Das, was da vor mir liegt. Und jetzt sagt er, es ist vollbracht. Ich habe den ausgetrunken bis zum letzten Zug. Ich habe den geleert und das ist so noch das i-Tüpfelchen, ne, dass er das symbolisch noch diesen Essig trinken musste und erfüllt damit auch diesen Vers, ne, aus Psalm 69, 22. Man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte an mir zu trinken, als ich durstig war. Und das ist Jesus. Und Jesus macht es nicht, ne, um da irgendwie eine Show abzuziehen, um eine Religion zu stiften, sondern er macht es, weil er weiß, du brauchst es. Du brauchst dieses Leiden. Du brauchst es, weil du sonst hättest diesen Kelch trinken müssen. Weil wir alle diese Schuld
in unserem Leben aufgehäuft haben, weil wir alle in unserem Leben Projekte hatten, die uns viel wichtiger waren als irgendeine Beziehung zu Gott. Vielleicht sagst du, hey Gott, Beziehung mit Gott, vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Ja, Gott hat uns geschaffen, um mit ihm in einer Beziehung zu leben und der Mensch lehnt es ab. Und ich merke das bei mir immer wieder, da ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, dass ich das jeden Tag brauche, mich daran zu erinnern, hey, Jesus hat es für mich getan. Er musste für mich dieses Projekt beenden. Er musste für mich ans Kreuz gehen. Und ich brauchte gar nicht lang zurückgehen. Letzten Donnerstag war mitten in der Predigtvorbereitung. Ja, und wir haben besucht dieses Wochenende, die Jumis sind zu Gast. Sie haben gestern ein cooles College gemacht hier für Jugendmitarbeiter. Und wir haben ein bisschen wenig Handtuchständer bei uns im Bad gehabt. Und da habe ich letztens bei Ikea noch einen gekauft. Und wie das so ist, ne? Bis zur letzten Sekunde gewartet, den aufzuhängen quasi. Donnerstagnachmittag, kurz bevor meine Frau kam, habe ich dann angefangen, dort schnell die Löcher zu bohren. Alles, ne? Und meine Frau kam gerade rein und ich hatte natürlich sehr präzise gearbeitet, wie man das als gelernter Tischler macht. Zack, zack, schnell, schnell. Und das Ding super gepasst. Ne? Und ich war total verzweifelt, ne? Wieder frustriert. Frau kam gerade rein und das Erste irgendwie ein bisschen angeplafft. Ne? Und ich hatte ja die Precht, ich hatte ja den Text im Hinterkopf. Ne? Und ich dachte so, ja, wieder so eine Sekunde, wo du das brauchst, dass Jesus für dich ans Kreuz ging, weil du egoistisch bist, weil du sagst, hey, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ne? Ich hätte es doch eigentlich richtig machen müssen. Ne? Hab dann noch rumgeschimpft und gesagt, ja, der Scheiß von Ikea passt nicht. Ne? Kennt ihr ja alle, ne? Was die Schweden da fabriziert haben und so weiter. Nee, ich habe nicht ordentlich ausgemessen. Ich habe mir nicht Zeit genommen. Ich war nicht gelassen. Ne? Und ich brauche Jesus in dem Moment. Und ich glaube, wir alle könnten so unsere letzte Woche vielleicht auch heute Morgen, gestern so Revue passieren lassen, wo wir so kleine Momente haben, wo wir Jesus brauchen. Und wir haben auch alle größere Momente, wo wir diese Vergebung von Jesus brauchen, wo wir ganz genau wissen, hey, dort bauen wir immer wieder Mist, dort haufen wir Schuld an und füllen diese Klärgrube immer, immer, immer mehr. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, hey, ja, Jesus hat dich sauber gemacht. Aber Jesus hat es alles gekostet. Jesus hat es nicht irgendwie auf die leichte Schulter genommen. Das war nicht Superman, das war nicht Clark Kent, der irgendwie auf die Erde gekommen ist mit Superkräften und das mal alles aus dem Ärmel geschüttelt hat. Wir lesen weiter, es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Und dann geht es weiter. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. So, und jetzt habe ich mich gefragt, warum schreibt das Johannes? Das ist ja ist gut zu wissen, dass die anderen die Beine gebrochen gekriegt haben. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Und dass dann Jesus noch mit der Lanze durchbohrt wird. Da wird das alles nur gemacht. Wir lesen dann später noch, weil das vorher in der Bibel prophezeit wurde. Ich glaube, und es wird viel interpretiert in diese Verse, aber ich glaube, was diese Verse sagen wollen, ist, Jesus war wirklich tot. Und wir haben viele Theorien in unserer Welt rumgeistern, dass er irgendwie so leicht am Tod vorbeigeschrammt ist, dass er das irgendwie überlebt hat und so weiter. Jesus war tatsächlich tot. Das Blut ist aus seinem Innersten mit Wasser gemischt. Das heißt, der Tod war schon eingetreten, wahrscheinlich ist er so rausgeströmt, kurz wahrscheinlich aus der Lunge, man weiß es nicht genau. Und es war klar, der war tot. Gott hat sich das wirklich das bis zum Letzten kosten lassen. Er hat nicht nur in Anführungszeichen, nicht nur für uns das Urteil ertragen. Er hat nicht nur für uns die Schläge ertragen. Er hat nicht nur für uns die Nägel ertragen, sondern er ist bis in den Tod gegangen. Er ist bis in den Tod gegangen. Er ist gestorben. Er war tatsächlich tot. Und das hat es vollbracht. Das hat es vollbracht, dass wir wieder in Beziehung mit Jesus, mit Gott leben können.
Und wenn ich mir das so bewusst mache, was das Gott gekostet hat, ne? Ich bin kein Vater, ne? Ich kann das nicht nachvollziehen. Gott ist Vater, ne? Hat seinen Sohn für uns auf diese Erde geschickt und ich kann das nur ahnen. Aber das, alle, die Väter sind, ne, oder Kinder haben, das muss das Brutalste sein, wenn man erlebt, wie sein Sohn gekreuzigt wird. Und nicht nur wieder gekreuzigt wird, sondern wieder die ganze Schuld, ne, diesen ganzen Dreck, diesen ganzen Klärgrubengestank da an sich hat. Und das alles nur, weil ganz viele Leute irgendwie Mist gebaut haben, weil wir Mist gebaut haben, weil wir nach unserem eigenen Kopf leben wollten. Und ich weiß nicht, wie oft du diesen Text schon gehört hast, wenn du Christ bist. Vielleicht hörst du ihn heute auch zum ersten Mal und bist völlig schockiert, aber die meisten, die hier sitzen, werden das schon zigmal gehört haben. Werden sie vielleicht auch heute vor der Predigt gefragt haben, ja, okay, was schön, dass wir das nochmal hören, das ist nicht für mich der Text heute. Aber also mich in der Vorbereitung und immer wieder, wenn ich diesen Text lese, bricht es mir das Herz. Ne? Und irgendwie, ja, es gibt keine größere Liebeserklärung, ne, von Gott zu uns, als zu sagen, hey, ich habe mir das alles kosten lassen. Ich bin wirklich bis ins letzte All in gegangen. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir uns jeden Tag irgendwo, und das dauert ja nicht lang, ne? Vielleicht nimmst du dir gerade diesen Text am Abend, bevor du schlafen gehst und machst dir bewusst, hey, heute habe ich das gebraucht, dass Jesus für mich gestorben ist. Vielleicht reflektierst du nochmal so kurz, wie ich das öfters mache, ne? Nochmal so den Tag durchgehen, wo habe ich Mist gebaut, ne? Gott sei Dank ist Jesus für mich gestorben, ist für meine Schuld gestorben und ich darf das jetzt an ihn abgeben und sagen, hey, danke. Danke, dass du das für mich getragen hast. Und ich glaube, das ist es auch, warum wir das immer wieder vor Augen gestellt kriegen, ne? Weil das so wichtig ist, das immer wieder zu wissen. Und ich habe ein cooles altes Lied gefunden. Vielleicht kennst du einige, ein oder andere, eigentlich heißt es Fels des Heils. Ich habe es mal kurz ein bisschen so ans englische Original, Rock of Ages, angelehnt. Das beschreibt diese Szene so gut, finde ich, was da passiert ist. Und dort heißt es, Fels der Zeiten, geöffnet mir, birg mich eh gehort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilige Flut mir das Heil sein, das frei macht von der Sünden, Schuld und Macht. Und wir haben diese Szene vielleicht vor Augen, vielleicht kennst du die auch nicht. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo das Volk Israel aus Ägypten geführt wird und die sind kurz vorm Verdursten, ne, und da wird von Mose für sie, also ne, durch Gottes Kraft, ein Fels geöffnet, dass sie dort Wasser haben können, dass sie dort überleben. Und ich finde das so ein krasses Bild. Genauso musste Jesus, ne, geöffnet werden, genauso musste Jesus sterben, dass wir leben können, dass wir nicht verdursten, sondern dass wir ewiges Leben haben können. Und ich finde es so gut, dieses Lied. Ich habe es jetzt nicht ganz abgedruckt, aber in der dritten Strophe heißt es dann auf Englisch, nothing in my hands I bring, only to the cross I climb. Das heißt übersetzt, nichts bringe ich in meinen Händen. Ich habe das nicht verdient. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich an diese Wahrheit hängen. Ich kann mich an diese Liebe hängen, die Gott da zu mir hat und darf das glauben. Und deswegen schreibt es Johannes auch. Und deswegen sagt er, ich bezeuge das sogar. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Also das ist tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du, ja, glaube ich. Ne? Glaubst du das wirklich, dass das wahr ist? Ich habe mich gestern erst wieder gefragt, ich habe gestern Abend den Text nochmal gelesen, glaube ich wirklich, dass das wahr ist, dass das passiert ist, dass Jesus mich da reingemacht hat, ne, dass er für mich gestorben ist, oder glaube ich, ja, das ist passiert und irgendwie bin ich damit aufgewachsen und das ist auch okay so. Glaube ich wirklich, dass das wahr ist, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass ich deswegen frei sein darf? Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Deswegen ist es aufgeschrieben, deswegen haben wir dieses dicke Buch, ne? Dass wir das glauben dürfen, dass wir verstehen können, hey, was hat Gott da für uns getan? Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es,
Jetzt kommt die Stelle, ne? Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Ne, Jesus wurde durchbohrt mit den Nägeln, er wurde durchbohrt mit dem Speer. Und auf ihn sollen wir letztendlich blicken, ihn sollen wir im Fokus nehmen. Ne? Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Was ist deine Reaktion auf dieses Projekt? Ne? Ist es wirklich das Projekt, was du für dich angenommen hast und sagst, hey, das ist für mich passiert. Jesus ist tatsächlich für mich gestorben und ich kann jeden Tag aus dieser befreiten Haltung leben? Oder ist es so, dass du sagst, ja, das ist ein Projekt, was ich angefangen habe. Das ist vielleicht auch ein Projekt, was ich vielleicht irgendwann mal anfangen will. Aber das ist nur eins von ganz vielen Projekten, die in meinem Leben da sind. Und ich kenne das so von mir. Ne? Du hast so viele Projekte oft in deinem Leben. Ne? Du hast so viele Ängste, die du zu deinen Projekten machst. Ne? Du hast oft so Menschenfurcht. Ne? Ich arbeite als Jugendreferent hier in der Gemeinde, die meisten wissen das. Und wie oft bin ich von dem Projekt Menschenfurcht getrieben, es anderen Menschen recht zu machen, meinen Job hier gut zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir auf Arbeit geht, ne? Ob du da getrieben bist von solchen Ängsten. Wir sind oft von unserem Egoismus getrieben, ne? Wie ich auf die Schwedenfirma rumgehackt habe, weil das vermutlich nicht gepasst hat, ne? Weil wir meinen, wir sind das Zentrum des Universums und alles muss sich um mich drehen. Aber haben wir wirklich verstanden, hey, dass wir diesen Fokus wegnehmen sollen, ne? Und unseren Fokus auf Jesus richten sollen, auf dieses Jesus-Projekt, das wirklich in den Blick zu nehmen, jeden Tag aufs Neue. Ne? Wir brauchen das wirklich jeden Tag aufs Neue. Wir müssen das immer wieder durchbuchstabieren. Ich glaube, deswegen hat Gott so geniale Sachen gemacht wie das Abendmahl, dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil wir Menschen so vergesslich sind. Und wir vergessen das so oft im Alltag. Ich vergesse das so oft im Alltag. Und ich wünsche mir das, dass wir heute wieder diesen neuen Fokus kriegen auf das Geschehen am Kreuz. Oder vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, das hab ich alles noch nie so gesehen, das habe ich alles noch nie so geglaubt. Dann wünsche ich mir, dass du das erste Mal, ne, diesen Fokus vielleicht von deinen ganzen anderen Projekten, von deinen ganzen anderen Nöten und Sorgen, von deinen ganzen anderen Göttern, die du vielleicht im Leben hast, die dir wichtig sind, dein Haus, dein Auto, was auch immer, was du bis zum Letzten polierst, was du auf keinen Fall verlieren willst, dass du das von dort wegnimmst und wieder neu oder das erste Mal auf Jesus ausrichtest. Weil er hat es für dich getan. Er hat da wirklich alles hingegeben für dich. Und es ist das größte Wunder, was wir glauben können, was da auf Golgatha passiert ist. Und er ist all in für dich gegangen. Er hat es bis zum Schluss gemacht. Das Jesus-Projekt ist nichts, ne, was wie so eine Bauruine irgendwo endet, wo Jesus sagt, ne, er bricht es ab. Obwohl er kurz davor ist, im Garten Gethsemane, ne, sagt er, hey, wenn es irgendwie möglich ist, ich muss das eigentlich nicht haben. Das ist so schwer. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, sind so viele Leute vor Jesus und nach Jesus gekreuzigt worden. Es wird berichtet von vielen Christen, die nach Jesus gekreuzigt worden sind mit dem Lächeln, ne, weil sie gerettet worden sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es soll es gegeben haben. Und der Sohn Gottes hat Angst vor dem Kreuz. Er hatte Angst vor diesem Dreck, der auf ihm liegt, von dieser ganzen Schuld, von deiner Schuld, von meiner Schuld, ne, die wir jede Woche anhäufen. Aber er hat es durchgehalten, er ist in diesen Dreck, in diesen Morast hinabgestiegen. Für dich und mich. Und wir dürfen dadurch sauber sein. Wir dürfen dadurch fröhlich rausgehen. Ne? Also es ist die Karfreitagspredigt eigentlich. Ne? Wir haben Kinokirche, deswegen haben wir die ja heute schon. Aber Karfreitag ist kein Trauertag, sondern das ist der Moment, wo wir erleben dürfen, hey, es fällt alles von uns ab, ne? Wie so ein Stein. Ne? Dieser ganze Mist. Stellt euch das ruhig mal vor, wie ihr in so eine Klärgrube getunkt worden seid. Ne? Und dieser ganze Mist wird von euch abgewaschen. Dieses klebrige Zeug. Und ihr dürft frei sein und ihr dürft so leben. Und mit dieser Hoffnung sollen wir rausgehen, weil Jesus uns Hoffnung spendet durch das, was er tut, durch das, was er da auf sich nimmt. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben, die euch da neu vielleicht drauf ausrichten sollen, ne? wo du dich vielleicht reflektieren kannst. Glaubst du, dass Jesus für dich und deine Schuld sterben musste? Und ich bitte dich, stell dir die Frage, ob du das schon, ne, seit 10 Jahren glaubst oder nicht, nochmal neu. Glaubst du das wirklich? Kannst du das mit Ja beantworten? Und wenn du zum ersten Mal hier bist, ne, sagst, hey, da will ich mehr wissen, du darfst gerne nach der Predigt auf uns zukommen, mit uns darüber diskutieren, wir wünschen uns das. Aber bitte beweg diese Frage in deinem Herzen, weil wir glauben, dass das Realität ist, weil wir glauben, dass das wichtig ist, dass Jesus für unsere Schuld sterben musste. Was ist deine Reaktion? Schaust du weg auf deine Projekte, ne, auf das, was in deinem Leben oft so wichtig ist und was diesen Platz von Jesus einnehmen will, oder schaust du auf Jesus, machst du dir bewusst, hey, ich lebe aus dieser Kraft, ich lebe aus dieser neuen Reinheit, ich lebe befreit
Und wie fokussierst du dich, wie fokussierst du Jesus in deinem Alltag? Ne? Wo hast du so Momente? Und bitte sei da kreativ. Ne? Und wenn du da Ideen brauchst, gibt es so gute Fragen, ne, wo du abends nochmal deinen Tag reflektieren kannst und überlegen kannst, hey, ne, wo habe ich Jesus gebraucht heute? Ne? Was habe ich mit ihm erlebt? Ja, was hat er für mich getan heute? Dass wir das immer wieder vor Augen haben. Jesus will der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Er will das Zentrum sein und er hat dafür alles getan. Er hat alles gegeben, bis zum letzten Blutstropfen.